Solidcam 2008 hat den Taschenjob um die Option offene Tasche bearbeiten erweitert. In vorherigen Versionen konnten solche Taschen nur mit Hilfe einer Hilfsskizze bearbeitet werden, wenn man eine Anfahrbewegung von außen generieren wollte. In dieser Version ist es nur möglich, durch eine Kombination von offenen Kanten und geschlossenen Wänden dieses automatisch zu erstellen. Wir erstellen uns bei diesem Teil einen Taschenjob und wählen als erstes die Geometrie. Ich wähle eine Kante dieser Tasche an und schließe das Ganze automatisch. Mit einem Rechtsklick auf die Kette dieser Tasche habe ich nun die Möglichkeit, Kanten für die Öffnung zu markieren. Und ich klicke diese drei Elemente einmal an, vier Elemente. Sie werden schwarz markiert. Als nächsten Step wähle ich nun ein Werkzeug. Es wird ein Schaftfräser mit dem Durchmesser 10 mm eingefügt. Bei der Taschentiefe klicke ich auf den Grund der Tasche. Im Feld Technologie ist nun dieser Part offene Tasche automatisch aktiviert worden, indem ich in der Geometrie offene Tasche bearbeiten mit der rechten Maustaste angewählt habe. Ich möchte hier mit der Profilstrategie arbeiten und gebe noch zusätzlich ein An- und Rückfahren ein. Tangential mit einem Wert von 12 mm und beim Rückfahren das gleiche. Schauen wir uns das Ganze einmal in der Simulation an. Sie sehen, das Werkzeug kommt von außen und bearbeitet nun von außen nach innen mit einer Profilstrategie diese Tasche. Ich gehe noch einmal zurück in den Job und ändere in dem Part Technologie die Strategie von nur vor auf vor und zurück. Berechne den Job noch einmal. Und in der jetzigen Simulation sehen Sie, wie das Werkzeug hin und her pendelt.